So, hallo, hier ist wieder euer Dampfmaschinenprofi. Wir haben heute eine ein Jahr alte D9 von Willesco im Angebot. Das gute Modell haben wir auch natürlich umgebaut. Wir haben zusätzlich wieder ein Ventil, ein Regelventil eingebaut, dass ihr die Geschwindigkeit regeln könnt. Da wird eigentlich nur die Druckzufuhr gemindert. Das ist eine ganz prima Sache, weil normalerweise ist der Schnorchel halt auf und dann könnt ihr nur Feuer machen, das läuft dann los. Und dann habt ihr nur eine Geschwindigkeit, die läuft dann voll. Und wir haben das, wie gesagt, wieder umgebaut. Wir bauen alle unsere kleinen Modelle um. Jetzt könnt ihr hier schön regeln. Haben wir auch eine kleine Pfeife noch dran. Ihr seht auch an dem kleinen Plastik, dass das Modell ziemlich neu ist, weil die alten hatten aus Metall noch. Wie gesagt, das Ventil ist auch alles neu. Wir haben es auch mal sauber gemacht. Ist echt ein Top-Zustand, wurde kaum bespielt. So, jetzt pfeift es auch langsam ab. Jetzt wollen wir mal aufmachen. Wollen wir es auch mal laufen lassen. Und ihr seht, wie gesagt, ihr könnt die Geschwindigkeit jetzt regeln. Und es kann ja nichts passieren. Wie gesagt, das Ventil macht auf. Wir beheizen momentan wieder mit Gas. Da verrosten die Kessel nicht, das sage ich mal wieder zu. Holt euch mal so einen Gasbrenner. Diese Keramikbrenner kosten mittlerweile 60, höchstens 70 Euro mit Versand und die sind super. Könnt euch im Baumarkt hier so eine Flasche zurecht machen. Und da stinkt die Wohnung nicht und habt ihr nicht. Wir legen natürlich ein Split-Päckchen dabei. Der Brenner ist natürlich dabei, der Schieber. Und wir machen auch gleich genug Bilder rein, dass ihr seht, wie toll sie aussieht. Ist wirklich in Top-Zustand, da ist auch nichts dran. Ich werde auch versuchen, gute Bilder zu machen. Das Schöne ist an diesen neuen Modellen, wie gesagt, ihr habt diese Abwasser schon durch den Schornstein, dann habt ihr so eine kleine Schale, da geht das Wasser rein hier, wenn das voll ist, macht das einfach raus, habt da keinen Dreck und so. Und bei den älteren Modellen, da bauen wir auch gerne mal so eine Abwasserschale hin, ist auch eine prima Sache. Aber wie gesagt, die neuen haben sie halt umgerüstet, haben sie halt hier mit dem, ihr seht ja auch die Leitung, das geht unterirdisch hier unter der Dampfmaschine her, geht hier rein, in den Kamin rein, sieht auch schön aus, weil der Kamin so ein bisschen qualmt. Naja, wie gesagt, das Highlighter bei dem Modell ist halt, ihr könnt die Geschwindigkeit regeln. Das bietet Willesco leider immer noch nicht an. Ich habe den schon ein paar Mal angeschrieben, dann mal gebeten, dass die das auch mal umbauen. Aber die tun sich da schwer, da tut sich leider nichts. Na gut, wir reparieren oder wir bauen die auf Anfrage auch um, das ist kein Problem. Das ist nur ein Kostenfaktor von 10 Euro, das ist ja nicht die Welt. Nur Versand müsst ihr halt selber zahlen. Ja, wie gesagt, wir lassen mal ein bisschen tuckern. Wie gesagt, alles dicht, Ventil pfeift pünktlich ab, hat jetzt so 1,5, 1,67 Bar, wird er ungefähr haben. Und wie gesagt, mit dem Brennschieber ist wirklich eine prima Sache. Wie gesagt, ihr könnt halt schön langsam laufen lassen jetzt mit dem Regler hier. So, haben sie gerade eingeölt. Ölt sie ein bisschen. Wie gesagt, was euch dabei holen müsst, halt nur ein kleines Tübelchen mit Willesco-Öl. Da kommt immer ein, zwei Tropfen überall drauf. Das hält ewig. Hier mal aufdrehen, ein bisschen Öl rein, dass die Kolben geschmiert werden. Dass sie nicht vergammelt. Dann tuckert ihr auch schön ruhig. Und wenn ihr auch immer auf Kleinigkeiten beachtet, dass immer genug Wasser drin ist, dann halten die Modelle eigentlich ewig. Die gehen eigentlich nur kaputt, wenn zu wenig Wasser oder wenn kein Wasser drin ist. Ihr macht das Ding heiß, dann gehen halt die Lötstellen auf, das ist klar. Man kann das wieder verlöten, ist halt ein bisschen Fuckelkram dann. Aber wenn Erwachsene dabei sind, achten ein bisschen drauf, wenn Kinder mitspielen, dass immer noch Wasser drin ist, dann kann da mal nichts passieren. Ja, wie gesagt, ich habe das Video nur immer drin, dass ihr seht, dass alles top ist, das mache ich immer gerne. Und ihr könnt auch später immer wieder ankommen, wir reparieren diese Modelle auch, das ist kein Thema. Ja, alles klar, die ist, wie gesagt, gleich bei eBay Kleinanzeigen drin. Und da wünsche ich euch viel Spaß damit, ist auch ein schönes Geschenk auch für Weihnachten. Alles klar, und wie gesagt, wenn ihr was habt, könnt ihr euch immer wieder melden, das ist kein Problem. Und auf Anfrage haben wir auch immer andere Modelle im Lager. Alles klar, dann viel Spaß noch damit und bis dahin, euer Dampfmaschinenprofi, ciao.